Hallo, nun ist das Putzroutine-Video vom Herbst endlich fertig geworden. Ein paar von euch haben es sich ja gewünscht. Dieses Video ist genau an dem Tag entstanden, als Gypsy plötzlich nicht mehr die Hufe geben wollte. Beim Putzen war noch alles gut. Deshalb haben wir das Video trotzdem fertig gemacht. Über ihren Rückfall zu ihren Unarten haben wir schon ein extra Video gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne ansehen. Viel Spaß beim Video. Abonniert gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Hallo, da sich einige von euch eine Putzroutine mit Gypsy gewünscht haben, werden wir heute eine machen. Da heute die Sonne scheint, werde ich sie draußen putzen. Mit der Mähne fange ich immer an, weil ich da am meisten zu tun habe. Als erstes putze ich mit dem Magic Brush immer das Heu aus der Mähne. Das dauert bei Gypsy immer sehr lange, weil sie so eine lange und dichte Mähne hat. Einen Kamm verwenden wir gar nicht mehr, da man bei ihrer Mähne nur mit einer Haarbürste durchkommt. Was verwendet ihr für die Mähne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn der größte Schmutz weg ist, verwende ich die Haarbürste. Zum Schluss teile ich noch die Mähne in Strähnen, damit ich auch die unteren Haarschichten gut kämmen kann und damit nichts verfilzt. Und auch hier wird dann noch der Staub entfernt. Das dauert immer sehr lange bei ihrer dichten Mähne. Dann wird noch, wenn nötig, das Heu und der Dreck vom Schweif entfernt und gekämmt. Hier kämme ich auch immer Strähne für Strähne, weil ich sonst auch nicht durchkomme. Ab und zu muss ich den Schweif auch um ein paar Zentimeter kürzen, weil er sonst am Boden streift. Auch Chili schaut schon wieder zu. Als nächstes kommt das Fell dran. Wie ihr seht, hat sie schon sehr viel Winterfell. Hoffentlich bekommt sie nicht so viel wie letztes Jahr.
Auch beim Fell verwende ich momentan nur die Magic Brush, weil sie im Herbst und im Winter nicht so dreckig ist wie im Sommer und im Frühling. Mit dieser Bürste kann man den Staub auch sehr gut entfernen. Erst beim Fellwechsel verwende ich wieder verschiedene Striegel, um die Haare rauszubürsten. Zum Fellwechsel haben wir letztes Jahr im Frühling schon ein Video gemacht, welches ihr euch gerne ansehen könnt. Das blenden wir euch am Ende des Videos ein. Beim Fell geht das Putzen momentan recht schnell, weil sie nur sehr staubig ist. Höchstens Sand klebt manchmal vom Liegen im Fell. Und hier sieht Gypsy schon sehr schön aus. Man sieht sehr gut, wie dicht ihre Mähne ist. Und hier musste ich leider aufhören, weil es mit dem Huferskratzen nicht mehr klappte. Und wie es dann weiterging, seht ihr in dem Rückfallvideo von Gypsy. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn das Huferskratzen nicht dabei war. Im Frühling machen wir vielleicht ein neues Putzroutine-Video mit Gypsy. Wir freuen uns, dass ihr euch das Video angeschaut habt.